Ich hoffe, es geht euch gut. Also heute möchte ich euch zeigen, wie eine Hasen gebacken wird oder gekocht wird. Also ich habe mir überlegt, das ist ja für das Ganze für heute, was ich gekocht habe. Also es sieht wirklich gut aus, würde ich sagen. Und riecht auch sehr gut. So, und da sind die Kartoffeln, wo die später in den Backofen kommen. Dann brauche ich 3 kleine Knoblauch, eine Zwiebel, Pinienkerne, Oliven, Pfeffer, schwarze Pfeffer, Salz normal, 50 ml Rotwein. Man kann hier auch ein Weiß, wie man das gerne haben möchte, aber ich habe es mir überlegt in Rotwein. Dann brauche ich noch Rosmarin, bisschen Basilikum und also gut Olivenöl, auf jeden Fall ist sehr wichtig, und ein bisschen Thymian. So, und wie üblich, ein Hasen, also ganz junge Hasen, und das mache ich, dann zeige ich euch, wie ich das am besten mache. So, zuerst mache ich die Kartoffel fertig, weil die brauchen ein bisschen länger. Und ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz und dann am Schluss noch ein bisschen Olivenöl. So. Und dann tue ich das komplett in den Backofen rein. Also die Backofen ist sehr warm, so muss es auch sein. So, mein Lieben, das geht los. Das schneide ich ein bisschen. So. Das lag schon. Dann hole ich die Leber raus. Das ist komplett raus, weil die Leber braucht eigentlich ganz, ganz wenig Zeit. Und dann sind die auch fertig. So, das hier noch ein bisschen. Also Leber ist es weg, jetzt mache ich Fett ab, weil die brauche ich noch. So. So viel Fett ist auch nicht, aber das mache ich raus. So, diese Seite noch. So. Jetzt tue ich mal schön schneiden. Knochen, ein Knochen ist. So. So. Ach, dieser Knochen. Aber das schaffen wir schon. So. Das haben wir schon. Perfekt. So, jetzt schneide ich. So. Dann, jetzt brauchen wir ein bisschen Gewalt, aber muss man durch. So. Und das bisschen. So. Durch. So habe ich jetzt geschnitten. Und hier habe ich dann, wie gesagt, den Fett von Hasen. Und das baue ich dann in die Pfanne. So. Aber zuerst mache ich ja ein bisschen Olivenöl. So schön, aber. Und das Fett, weil das brauchen wir dann für die Soße. So. Das Feuer oder komplett das Hasen muss es ganz, ganz kleine Stufe gebraten, sonst wird es zu trocken. Deswegen, das dauert ja ganz höchstens 45 Minuten, aber ganz kleine Stufe. So, jetzt nehme ich einen roten Zwiebel. Das ist auch fertig. So, und jetzt haben wir die Knoblauch. Knoblauch ein bisschen drücken. Und an die Pfanne. Zwiebel auch noch.
Ihr seht das ganz nett, dass er ganz langsam kocht. Aber wie gesagt, das muss ja so sein. Nicht schnell. Jetzt schneide ich den Kräuter alle zusammen. Also ganz klein. Das ist ja Rosmarin. Das muss ja klein sein, ganz klein, fein. Klein. Wie gesagt, das mache ich ganz, ganz, ganz fein schneiden. Das ist ja okay. So. Okay. Sieht gut aus. Jetzt tue ich es komplett Hasen rein. Okay, ich muss mir umdrehen. Ich habe ein bisschen Farbe gekriegt. So. Dann sieht man, ne? So. Alles, die Kräuter, alles schön zusammen verteilen. Ganz, ganz kleine Stücke. So. Schön. Okay. So, jetzt durch die Oliven. Schön, total. Okay. Und dann werde ich jetzt umrühren. Das ist die Aroma verteilt. So, und dann lasse ich. Das lasse ich für zwei Minuten ganz langsam erstmal kochen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Bis gleich. Erstmal. Schön. Schön. So, jetzt tue ich Rotwein. Und da diesen. So. Und Pinienkerne. So. Jetzt habe ich die Pinienkerne reingemacht und jetzt tue ich ein bisschen mehr Feuer, dass das Wein ein bisschen aufdämpft. So. Habe ich das Wein auch reingemacht, mache ich die Deckel zu und lasse ich ganz kleine Stufe 30-35 Minuten. Bis dahin ist es dann auch fertig und die Kartoffeln und Backofen auch. Und was sollen wir mehr, haben wir Mittagessen. Hier habe ich die Leber noch. Das mache ich dann am Schluss, tue ich erstmal nur vorbereiten mit Knoblauch. So, ist ja zu groß. Das mache ich kleins, ganz am Schluss dann. So. Mit Olivenöl. Okay, dann nehme ich also kleine Tomaten. Ich möchte, dass ein bisschen schöne Soße entsteht am Schluss. Opa, nichts passiert. Jetzt Pfeffer bisschen und einfach mischen. Öl, sehr wichtig. Komm, das ist so dick, das Öl, dass es so sein muss. Oh, das ist klein, oder? So, und dann tue ich einfach mischen und lasse ich einfach ziehen bis am Schluss. So, ist auch fertig. Schauen wir mal, wie es aussieht. Aha. Da würde ich sagen, riecht auf jeden Fall schön. Da muss ich mal probieren. Ganz gut. Mhm.
So, jetzt tue ich einfach Salz. Ich habe Verschluss gelassen, Salz, weil durch die Oliven. So, habe ich am Schluss gelassen. Und Pfeffer. Also Schwarzpfeffer. So. Und das Ganze dann. Das Ganze dann lasse ich ja für 15 Minuten einfach ausruhen oder ziehen lassen. Ohne Feuer. Also jetzt mache ich das Feuer aus. Und warte ich bis 15 Minuten. Und bis dahin sind dann auch die Kartoffeln fertig. Und dann geht's los mit Essen. Kleiner Salat. Leute. Grün. Ich mag ja gerne grünen Salat. So, das ist ja auch fertig. Noch eine Salatzwiebel. Also ganz rein. So. Dadurch schön verteilen. Den Zwiebel. Sehr intensiv, Zwiebel. So. Okay, die Olivenöl, was ist ein Olivenöl, oder? Komm, das ist einfach, dann, du musst ein bisschen umrühren, dass das überall übrig ist, so, und dann Essig, also Apfelessig. Ich benutze ihn am meisten oder am besten, weil er mir das schmeckt. Und Salz auf jeden Fall. So, das Ganze dann nochmal einfach. So, ist auch fertig. Wie gesagt, jetzt tue ich einfach die Leberbraten. Aber zuerst kommt die Tomaten, weil die brauchen ein bisschen mehr. So. So. Ganz kleine Schüssel. Und für mich, weil ich es gerne so scharf haben möchte, tue ich dann auch so das Ding. Aber das ist wirklich scharf. Deswegen einfach so. Ein bisschen kochen, weil, wie gesagt, die Leber in ein, zwei Minuten sind dann auch fertig. So, aber jetzt tue ich die Leber schön mariniert, einfach, das ist ja schön, dann mit dem Brot, ich liebe Knoblauchsoße, meine Lieblingssoße. Nochmal umdrehen. Schöne Farbe, ne? Das ist ja für das Ganze für heute, was ich gekocht habe. Also es sieht wirklich gut aus, würde ich sagen. Und riecht auch sehr gut. So, den Brot habe ich auch vorbereitet. Weil ich esse es gern gleich mit ein bisschen Brot. Salat ist noch da. Und das schauen wir das mal. Jetzt muss mir noch, wie üblich ist, einfach nur probieren. Was riecht? Wirklich.
Also das ist wirklich genial. Ich würde sagen, es ist perfekt, perfekt. Besser kann man nicht machen eigentlich. Schauen Sie. Mit dem Fleisch. Das Fleisch ist perfekt. Soße. Ist so, oh, perfekt. Schauen wir mal den Kartoffeln. Schön, oder? Was soll ich sagen? Besser nichts. Setzen. Lebewissen schneiden mit Knoblauchsoße. Oh, es riecht. Also wirklich. Ich glaube, es ist los. Aber, wie ihr das gesehen habt, ist es einfach und auch schneller. Insgesamt alles drum und dran mit Kartoffeln, mit Fleisch, 40 Minuten. 45 Minuten circa ist dann auch fertig. Und dann habt ihr auch Mittagessen oder Abendessen, wie ihr wollt. Aber das ist wirklich, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich wirklich, das zu machen. So, meine Lieben, das war's auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, wie ihr wollt. Ihr könnt selbst aussuchen. Und das war's von mir für heute. Bis nächstes Mal. Dann wünsche ich euch alles, alles Gute. Prost. Ciao, ciao.